Okay, Zeit für ein Geständnis. Ihr kennt ja die Band oder meine Band Mantrax Disco. Es ist keine wirkliche echte Band. Es sind nur nicht mal echte Menschen. Die Musik, die ist tatsächlich, die kommt von mir. Aber. Ey, was macht denn der Minion hier? Der gehört nicht dazu, das ist unser Roadie. Aber sonst, ne, ist das sehr praktisch, wenn man eine Band hat, die aus künstlichen Menschen besteht. Einfach Deckel zu und ich kann die immer selber zusammenstellen. Einfach. Und dann kann ich mir die selber zusammensuchen, ne? Und die nerven nicht und kommen nicht zu spät zur Probe oder dann sagt einer, das gefällt mir künstlerisch nicht. Nein, ich nehme einfach hier die Figürchen raus, suche mir einen Kopf aus, setze die dann auf, sagen wir mal hier so ein, ne? Nehmen wir mal den da hier. Ja, wie gesagt, die Musik mache ich schon selber, aber der Rest nicht. So, da kommt das Köpfchen da drauf. Zack, und schon habe ich einen Musiker. Ne? Und wenn er Drogen genommen hat, dann sieht er so aus. Oder. Mit seinem Kegelclub auf Ibiza oder auf Malle auflegt, dann sieht er so aus. DJ Ralf. Yeah. Oder gerade natürlich auch Unglücke. Da hat einer versucht, den Bat mit Strom zu experimentieren und Freebase Cokes herzustellen. Tja, so sieht er dann aus, mit das Gesicht. Deswegen haben wir ihn noch rausgeschmissen. Die Tiere sind auch nicht echt. Ja, nur der Flamingo ist echt. Und das Schöne ist, hier immer zwei Köpfe. Ein sehr femininer Mann oder ein noch femininerer Mann. Ja, mach doch mal hier die Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wieso geht denn die Scheiße da nicht drauf? So. Hey, ich bin der John. Ich spiele Bass in der Band. Aber ich möchte eigentlich eine Frau sein. Weil man muss heutzutage auch an die Transgender-Community denken. Die haben viel Geld. Und manchmal haben wir auch gute Gaststars. Hier zum Beispiel Michael Jordan. Er spielt öfters mal bei uns mit. Das ist kein Scheiß. Ne? Oder kennt ihr die? Ja. Oder ich spiele selber auch manchmal. Schwein muss man haben. Ne? Und das ist ja nur mein Heimstudio hier. Wir haben natürlich auch nochmal so ein richtig tolles Studio, ne? Hier so ein Riesenstudio. Thank you.
Und das war's im Wesentlichen. Aber da wir ja bald wieder auf Tour gehen müssen, ne? Der Flieger fliegt gleich, muss ich die Jungs schön einpacken hier. Ne? Erste Klasse. Köpfe abgeben, Jungs. Na, ist auch egal. Ja, ihr habt es vielleicht schon geahnt, aber ich konnte es jetzt nicht mehr für mich behalten. Wie gesagt, Mantrax-Disco, das bin eigentlich nur ich. Und was ihr da in den Videos seht, das sind tatsächlich keine echten Menschen, das sind Lego-Figuren. Ich weiß, meine Freundin war auch sehr schockiert, aber Showbusiness, ich liebe es.